Hi, ich bin's wieder, David, der Doktorand. Tag 2 der Bildungsräume 2017 ist vorbei und ich bin wieder auf dem Heimweg, beziehungsweise zurück ins Hotel, und heute war die Poster-Session. Das heißt, ich habe meine Poster aufgehängt, vorgestellt, gezeigt, mit Menschen drüber gesprochen und einige haben sich sehr positiv über mein Vorhaben geäußert, also mein Forschungsvorhaben, nämlich die Evaluation von videobasierten Online-Kursen ein bisschen zu stärken oder zu fokussieren auf die, wie laut wird das Ding noch? Keine Ahnung, muss ich rausschneiden. Auf jeden Fall kamen meine Poster, glaube ich, ganz gut an, was mich sehr, sehr freut, und ihr könnt sie euch auch runterladen auf meiner Webseite. In meinem neuesten Blog-Eintrag habe ich sie verlinkt. Ansonsten findet ihr auch in der Videobeschreibung unter diesem Video den Link dazu. Ihr könnt es euch anschauen. Ich bin gerne für Feedback bereit. Manche von euch haben ja vielleicht schon den Teaser auf Facebook oder auch auf Twitter schon gesehen. Noch mehr Konferenzteilnehmer. Ist nicht live, keine Angst. Ich habe außerdem über das Projekt noch ein kleines Teaser-Video zu dem iBridge, also zu diesem Brückenkurs für die Geophysiker, erstellt und online hochgeladen. Den könnt ihr euch auch anschauen. Auch hierzu Link in der Beschreibung. In diesem Sinne, bin ich gespannt, was morgen alles noch passiert. Bis dahin, ciao.